Hallo und herzlich willkommen zum Lernvideo zur Verwendung von If-Sätzen vom Typ 2, in dem ich dir kurz und knapp erzählen werde, wann du solche If-Sätze verwenden kannst. Du kannst solche If-Sätze immer dann verwenden, also If-Sätze vom Typ 2, wenn es um eine Bedingung in der Gegenwart geht, wenn es um etwas geht, was in der jetzigen Situation in der Gegenwart anders sein müsste, damit danach dieses oder jenes eintreten könnte. Wann spricht man so? Was sind Situationen, in denen es darum geht, dass unwahrscheinlicher oder sogar unmöglicherweise eine Bedingung in der Gegenwart anders wäre? Ganz einfach, man redet so zum Beispiel bei Wünschen oder bei Träumen. Schau dir dazu kurz unsere Beispielsätze an. If my father gave me 1000 euros, I would buy a great bike. Hier handelt es sich also offensichtlich um einen Wunsch und du hältst es dann, wenn du diesen Satz sagst, nicht für wahrscheinlich, dass dein Vater dir plötzlich aus heiterem Himmel 1000 Euro gibt, damit du dir ein Fahrrad davon kaufen könntest. Ein Traum könnte zum Beispiel sein, jemand stellt sich vor, er hätte Superkräfte. If I had special powers, I would save the world. So viel in aller Kürze zur Verwendung von If-Sätzen Typ 2. Ob du alles richtig verstanden hast, kannst du mit den Übungen überprüfen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sage bis bald.